So. Und gehen hier durch. Ups. Na, großartig. Was haben wir hier? Übel zugerichtete Körper liegen auf dem Boden dieses Raumes. Ihr Fleisch wurde herausgerissen und gefressen. Der Verwesungsprozess hat bereits eingesetzt. Mhm. Und was auch seltsam ist, Pius Augustus wurde ja dreimal oder viermal angerufen. Einmal in der Videosequenz, zweimal von den Älteren. Und zweimal von einem Älteren in der Ruine drin. Karim wurde dreimal angerufen von den Älteren. Einmal in der Videosequenz und zweimal in dem Tempel der verbotenen Stadt. Und Roberto wurde noch kein einziges Mal gerufen. Okay, auch hier das Gleiche. Nun gut, gehen wir erstmal hier durch. Und kriegen es hier... Ah, Herrgott. Nein, falsch. So. Uiuiuiui. Oh. So. Arm ab. Arm ab. Stand auf frischen. Bis jetzt brauchten wir noch großartig keinen Zauber wie Erholung oder ähnliches. Super. Bolzen gefunden. Dann gehen wir mal hier rein. Denn hier war... Okay, hier sind Arbeiter. Hier war ja mal ein Grauen drin. So, schauen wir doch mal. Kann ich... Nein. Was? Okay, ich kann nur untersuchen, aber nicht treten. Hier ist eine weitere Untersuchungsstelle. Auch wenn in diesem Bereich das Mauerwerk schon abgebröckelt... Auch wenn in diesem das Mauerwerk schon abbröckelt, ist die Grundsubstanz doch stark genug, um dem Monument eine solide Basis zu geben. Herrgott, nochmal! Sehr schön. Und jetzt kriegen wir es natürlich... Ach. Au. Au. Ja, jetzt müssen die natürlich hier. Bonfief. Wer hätte es gedacht? Au. Au. Nein, nein, weg. Ah, ah, ah. Okay, ich hau ab. Puh. So. Und Rache. Der nächste Bauernfief. Oh, und unser Verstand ist fast hinüber. Noch ein Bauernfief. So. Gut, wieder Verstand nachgefrischt. So. Zu den 100% gehört übrigens nicht dazu, dass man hier alle Gegner tötet. Aber ich will gern Erledigtes wegarbeiten. Sehr schön. Und man hat gesehen, der Zauber oder die Zauber reichen gerade für 5 Punkte aus. Und ansonsten war es das. So, dann gehen wir mal hier durch. Aber die Tür ist verschlossen, okay. Dann müssen wir hier runter. Ich höre Trapper. Einmal.
das war knapp. So, hier kann man ziemlich, wie gesagt, in diesem Kapitel kann man auch ziemlich schnell Sachen übersehen. Gehen wir erstmal hier rein. Ich und Grauen. Oh, auf dem Sockel ist ein Schlüssel zu erkennen. Er strahlt im warmen Licht des Raumes. Ja, dazu kommen wir gleich. Ich will erstmal den Raum gesäubert haben. Au. Oh, sehr schön. Gut. Schauen wir mal, gibt es hier etwas? Hier haben wir ja mit Karim das Ramdao bekommen. Und hier mussten wir mit Pais Augustus die, die Blöcke der Älteren einsetzen. So, man hat gesehen, ein Ulioth-Symbol war abgebildet. Heißt, wir müssen einen bestimmten Zauberspruch sprechen, nämlich erkennen. 5 Punkt Xelotaf. Aber hallo. Und Roberto hat den Schlüssel zum vergessenen Korridor erhalten. So. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ich ansprechen möchte. Nämlich Karim hat ja ein rubinenes Bildnis eingesammelt. Help me, Grandpa. I can't take this anymore. Don't be so weak, Alex. You have a stronger mind than this. I didn't bring up a weakling. Not a scared wretch of a girl. You kept all this from me. You kept me alone. You shared nothing with me. I couldn't. I could never give you the burden. I just wanted you to grow up. To grow up and leave me alone. Why couldn't you have been killed with your parents? This isn't really happening. Okay, Edward Roivers wird mir immer sympathischer. Wir haben ja, genau, mit Karim ein rubines Bildnis geholt. Und hier finden wir nun aber nur durch Erkennen eine kleine Statue aus Saphir. Ich weiß nicht, welche Statue der verkörpern soll. Ob es vielleicht ein Anthony-Bildnis sein soll. Okay, hier kommen wir nicht durch. Dann müssen wir also wieder zurück. Und ich glaube, wir können jetzt auch hier durch. Ja, können wir. Wunderbar. Und hier wollen wir etwas ganz Bestimmtes machen. Wir wollen nämlich Schild sprechen. 5 Punkt. Irgendeinen älteren. Ist egal welcher. Und wollen uns gar nicht großartig aufhalten. Oh, und Roberto wurde gerufen. Und wollen mit dem Schild, nachdem wir ihn gesprochen haben, hier durch. Oh, der Raum. Ich erinnere mich. Das ist auch, glaube ich, ein ganz neuer Raum. Auf jeden Fall gibt es hier etwas. Oh, dass jemand verängstigt. Der Mann brabbelt unzusammenhängend davon, dass seine Kollegen von Würmern verschlungen wurden und dass Roberto der Nächste sein wird.
Ja, der hat wahrscheinlich nur dieses Bildnis hier gesehen. Ein scheußliches Basrelief ziert den Monolithen. Menschen, die in die Brutstätte großer Würmer geworfen wurden. Diese Menschen wurden geopfert. Aufgefressen von den Würmern, um einen unbekannten, mysteriösen Prozess in Gang zu setzen. Und endlich wurde mal nach Roberto gerufen. Ich habe mir schon leichte Sorgen gemacht. Nein, natürlich nicht. Diese Schnitzereien zeigen die knöchernen Überreste eines Menschen in der grausamen Umarmung einer Vielzahl wurmartiger Kreaturen. Haben diese Kreaturen die Menschen in diesem Raum umgebracht? So, ich muss mal gucken. Ach, hier war's, genau. Ein Seil hält eine Brücke oben an der Decke fest, die nur darauf wartet, in die richtige Position gebracht zu werden. Ja, na also, geh doch. Und rüber da. Oh. Ja, die sorgen übrigens nur den Verstand. Und mehr nicht. Und hier finden wir einen Hebel. An einer Säule in der Nähe ist ein Hebel angebracht. Soll Roberto den Hebel betätigen? Gerne. Sehr schön, wir kommen jetzt auch wieder raus. Was wir jetzt machen wollen, ist das Areal begutachten, denn hier bröckelt es ebenfalls. Das baufällige Dach ist in einigen Bereichen bereits eingestürzt und muss in großem Umfang verstärkt werden. Die Arbeiter haben eine nicht gerade ermutigende Aufgabe vor sich. So, runterfallen kann man leider nicht, aber da geht's ohnehin tief genug runter zu den Würmern. So, und jetzt müssen wir auch wieder zurück. Man kann auch ohne Schildzauber hier durch. Allerdings zerrt das mächtig an, ich glaube, Energie und... ja. Zieht das deftig an Lebensenergie, Verstand und eventuell Mana. Oh. Und Roberto ist ja leider nicht der Schnellste. So. Gut, dann gehen wir jetzt zurück, denn einen Raum haben wir noch nicht erkundet. Und das ist auch ein ganz tolles Rätsel. Nämlich dieser Raum hier. Hier wollen wir Zombie beschwören. Allerdings wollte ich noch hinzufügen, man kann kein Trapper oder Zombie im Mantorok sprechen. Denn die Mantorok-Rune kann bei Beschwörungsformeln nicht eingesetzt werden. Die Fesselung Mantoroks hat sie geschwächt, daher fehlt ihr die Macht für derlei Sprüche. So, nachdem ein Zombie gerufen wurde, mit A einen Feind angreifen, mit R können wir einen Gegner anvisieren. Wird der Kopf des Gegners anvisiert, wird eine Beißattacke ausgeführt. Mit Start wird der Zombie aus der Kontrolle entlassen. Durch Drücken von L und wird der Gang des Zombies beschleunigt. Zombies können Türen öffnen, aber keine Items aufnehmen. Also wir können durch die Türen. So, Trapper ist für dieses Rätsel viel zu leicht, deswegen brauchen wir einen Zombie. Und wir müssen hier hin. Sehr schön. Und hier runter. Nicht gut. Man erkennt an den Nebeln, mit welchen Art von Feind wir es zu tun haben. Ich glaube, ich bin. In diesem Sinne ist es ein Chaturga-Wächter.
wird denn der jetzt? Auf jeden Fall was mit Partner hinten grauen. Ist nicht ganz so schlimm. Schalten wir den Wächter aus. Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting. This isn't happening. Hihihihi. So, dann schalten wir den Wächter aus, dann müsste sich das Grauen ebenfalls in Luft auflösen. So. Au. Okay, oder auch nicht. Oh oh. Nicht gut. Verschwinde. Ach je. Jetzt hast du es erstmal regenerieren, was das Zeug hält. Habe ich eigentlich Schnellspruch? Mantarok? Nur 3 Punkte. Hin und her laufen, damit sich das Mana wieder vollfüllt. Dann nochmal heilen und dann wieder da runter gehen. Okay, da habe ich jetzt Bockmist erzählt, was mir schon mal ziemlich leid tut. Ich dachte eigentlich, wenn man einen Wächter ausschaltet, verschwinden auch die beschworenen Kreaturen, aber dem ist anscheinend doch nicht so. Ach, Roberto. Das ist auch ein Mana-Fresser. Sehr gut. Das müsste ausreichen. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen Mana vollfüllen. Und magisches Item sprechen. Wobei... ich da eventuell einen Plan habe... erstmal Mana regenerieren lassen. So, wunderbar. Hm. Ja, komm schon, Roberto. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Älteren das am wenigsten kostet. Der Nebel hat sich normalisiert. Das ist schon mal sehr gut. Na, da hinten ist ein Trapper, habe ich doch richtig gehört. So, wenn man nämlich einen Wächter besiegt, habe ich das schon erklärt durch Dr. Edwin Lindsays Kapitel, dann nimmt dieser magische Nebel ab und wir haben wieder diesen normalen Nebel. Gut, dann können wir jetzt weiter.